das Schienbeinkantensyndrom, auch Medial Tibial Stress Syndrome genannt, ist eine Verletzung des Schienbeins. Äußert sich ganz typisch mit Schmerzen in den unteren zwei Dritteln des Schienbeinknochens. Typischer brennender, stechender Schmerz, der zu Anfang der Trainingseinheit als Anlaufschmerz oft präsent ist. Wenn man drüber läuft, dann schlimmer wird und letzten Endes auch in einem Ruheschmerz enden kann. Soweit sollte man es nicht kommen lassen. Dieses ist ein Minderdurchblutungsproblem, wo es wahrscheinlich zur Knochenhaut, die sehr, sehr gut mit Nerven versorgt ist, zu einer Überreizung kommt. Das Problem ist, wenn man da drüber läuft, dann kann man eine Stressfraktur seines Schienbeinknochens erlaufen und das möchten wir verhindern. Das ist auch ganz wichtig, wenn man diese Probleme hat, dass man das ausschließt. Also sollten die Schmerzen sehr punktuell sein, ein Druckschmerz an der Tibia, also am Schienbeinknochen, spätestens dann sollte man einen Arzt aufsuchen. So, das ist Worst-Case-Szenario, reden wir aber mal über die ganz normalen Shin-Splits. Da kann man, wenn man die Probleme hat, erstmal versuchen, mit Laufpause und Laufumfangsreduzierung zu versuchen, das Problem in den Griff zu kriegen. Es bietet sich an, dass man alternativ trainiert, man kann Aquajoggen gehen, man kann auf Spinning-Fahrrad. Man sollte diese Stoßbelastung aber möglichst reduziert lassen, bis die Akutsymptome abgeklungen sind. Kühle Wadenwickel helfen sehr, sehr gerne. Auch ein Wechsel von Kühlung und Wärme kann dafür sorgen, dass die Entzündungszellen dort abtransportiert werden. Man sollte darauf achten, dass man eine gut trainierte Wadenmuskulatur hat. Schienbeinmuskulatur und Wadenmuskulatur wirken wie Gegenspieler. Das heißt, ein Risikofaktor ist, wenn ich eine schlecht trainierte Wadenmuskulatur habe oder eine schlecht trainierte Schienbeinmuskulatur. Beides Risikofaktoren, diese Shin-Splits zu entwickeln. Andere Risikofaktoren, Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Oder wenn ich einen Laufschuh gewechselt habe, wenn ich auf unruhigen Untergründen laufe, wenn ich viel auf Asphalt unterwegs bin, heißt vielleicht eher mal den weichen Waldboden aufsuchen, wenn man zu diesem Problem neigt und dann vor allem auf Fußstabilität achten. Also zum regelmäßigen Trainingsprogramm sollte dazu gehören, dass ich meine Schienbein- und Fußmuskulatur trainiere. Das kann ich machen mit Übungen, mit Loop-Bändern beispielsweise, indem ich meine Fußmuskulatur trainiere, auch die Supination und Pronation, das heißt den Fuß nach innen und außen kippen. Ein Risikofaktor ist auch, wenn mein Fuß nach innen absinkt, also eine Hyperpronation, oder wenn meine Hüfte in der Außenrotation eingeschränkt ist. Alles, was diese Risikofaktoren minimiert, hilft mir am Ende auch, dass ich weniger Probleme mit diesen Shin-Splits habe. Heißt Hüftmobilität trainieren, heißt Wadenmuskulatur trainieren, heißt Schienbein vorne die Tibia-Muskulatur zu trainieren. Dann kann man vorsichtig die Laufumfänge wieder aufnehmen. Immer im Hinterkopf haben, dass solange die Probleme noch bestehen, man immer mal auch Alternativtrainingseinheiten einbauen sollte. Zur Dehnung der Schienbeinvorderseite bietet sich der Fersensitz an. Ich gehe mit dem Gesäß Richtung Fersen und setze mich ganz entspannt darauf ab, atme in die Dehnung ein und aus und halte das 3x1 Minute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Und wenn ihr weitere Videos anschauen wollt, schaut mal hier.